Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Wir schauen mal in die News rein. Oh mein Gott, Strike at Midnight. Sanctum Outfit and Moonrise Pickaxe available now. Dann dieser Quad Crasher, den habt ihr mit Sicherheit schon gesehen. Und den kennt, habt ihr mit Sicherheit auch schon gespielt. Das ist der Mega Hammer Quad Crasher. Das Ding ist super geil, ist aber einfach auch nur mega laut. Aber echt cool. Dann haben wir hier noch die Tournaments und die sind natürlich auch mega nice. Gucken wir mal, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Also gut, die meisten von euch kennen das natürlich schon. Hier dieses Friday Night, Fortnite, ist morgen, 14 Stunden. Da haben wir dann hier die Event Details. So, Squads Weekly Rumble. Ähnlich wie bei dem anderen Ding brauchst 25 Punkte. Oh mein Gott, 6 Eliminations. Alter Vater, jetzt frage ich mich, wie das mit einem Squad funktionieren soll. Oder ist es, sind es die Eliminations vom gesamten Squad? Das kann ich halt jetzt im Moment noch nicht so richtig beurteilen. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Auf jeden Fall jetzt am Freitag. Also heute das Squad Rumble. Squad Battle. So, dann sind wir auch schon soweit. Dann gehen wir jetzt mal in den Item Shop rein. Und gucken mal, wie es hier aussieht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Sanctum. Alter, ist der geil. Alter, sieht der geil aus. Oh mein Gott. Hat zwar auch so einen lila Touch hier, ja, aber das Ding ist mal einfach nur mega pervers. Nice. Alter. 2 Ohrringe. Ja. Ah, auf der rechten Seite auch. Das Ding ist wirklich der Hammer. Kriegt von mir 10 von 10. Brutal. Der Sanctum ist echt brutal. Ich weiß nicht, also bis jetzt noch kein Rating dafür da. Das Ding ist der Oberhammer. Also, dann gucken wir mal. Moonrise. Die Picke. Wie hört die sich denn an? Okay. Geile Mega-Picke. Sieht ein bisschen aus wie Batman. Ja? Also danach Batman. Sieht auf jeden Fall mega nice aus und kriegt von mir 8 von 10. So, dann haben wir hier den Rusty Rider. Ich guck mal ganz kurz, ob überhaupt das Sanctum, klar, oh, Moonrise-Picke hat schon ein Vote gehabt. Den muss ich jetzt mal ganz kurz einblenden. Jetzt ein klein wenig überrascht, dass da doch schon ein Vote da war. Aber gut. 3 von 5 bei einem Vote. So, dann sind wir hier beim Rusty Rider. Und den Rusty Rider finde ich relativ nice, auch wenn es ein Standardgleiter ist. Aber hier oben die Pickel drauf, die Eisenspitzen. Plus da hinten der Auspuff oder die Auspuffrohre. Sind relativ cool. Es wäre noch geiler gewesen, wenn da Flammen rausgekommen wären. Das Ding kriegt trotzdem von mir immerhin, obwohl es ein Standardgleiter ist, 6 von 10. Und dann schauen wir mal, wie ist denn da bei euch der Vote ausgefallen. 3 von 5. Bei 5 Votes erstmal am 27. April 2018 drin gewesen. 9 Mal seitdem. So, jetzt kommt... Jetzt kommt's. Ja, jetzt muss ich wieder. So. Ah. Capoeira.
Capoeira, es Luis, Capoeira, es Luis, Capoeira. Ja, ich habe euch schon nochmal erklärt, woher Capoeira kommt. Mega geile Tanzkampfkunst. Geil. Ja, und das Ding kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den wirklich mega geil. Ich finde den wirklich mega geil. Wie sind da denn eure Votes? Ja, die fallen jetzt nicht ganz so stark aus. 3,13 von 5 bei 8 Votes. Erste Mal 25. August drin gewesen. Dreimal seitdem. Jo. Jetzt haben wir den Grill Sergeant und wer will denn so bitteschön bei Fortnite rumrennen? Ohne Scheiß. Da irgendjemand Bock drauf, ich verstehe es nicht. Warum macht man so einen Skin? Also ich finde den nicht toll und ich gebe dem 3 von 10. Und jetzt gucken wir mal. Ah, ich habe es befürchtet. 4,14 von 5 bei 14 Votes. Warum? 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 Oh. So, zweimal drin gewesen, am 22. September 2018, das erste Mal drin. Ich verstehe es einfach nicht. Was? Ich habe den, glaube ich, bis jetzt in der ganzen Zeit noch nie auf dem Feld gesehen. Warum kriegt er so gute Noten? Wer gibt dem so gute Noten? Ich verstehe es nicht. Würdet ihr euch den kaufen und würdet ihr den dann auch spielen? Also, ich raff's nicht. Wieso der? Also, ich meine jetzt damit die diese Votes abgegeben haben. Ich habe den noch nie auf dem Feld gesehen. Hat jemand von euch schon mal einen Grill Sergeant auf dem Feld gesehen? Ich noch nicht. So, haben wir hier die Batsicle. Ja, finde ich ganz amüsant. Die Sichel da durch den Baseballschläger durchgehauen. Sieht nicht gut aus, ist aber effektiv, würde ich sagen. Also wenn mit sowas einer angerannt kommt, dann... ja, deswegen gebe ich dem Ding hier mal immerhin. Ja, sieht halt nicht so toll aus, aber immerhin 5 von 10. Und wie sind denn da die Votes? 3,36 von 5 bei 25 Votes. Am 12. November 2017 das erste Mal drin gewesen, seitdem 23 Mal. Und jetzt kommt er. Geil. Aus dir rein. Ist das cool. Ich finde den so witzig. Muss ich nochmal machen. Sorry, aber auch wenn ich ihn schon inzwischen geschätzt 100 Mal gesehen habe. Also normalerweise, ne, sage ich mal, müsste man sich jetzt für das Tomato Temple Turnier diesen Emote holen und wenn man das Ding gewinnt, müsste man sich die Tomate direkt in die Fresse werfen. Das wäre mal geil. Also ich finde den echt mega witzig und auch wenn es jetzt nicht der super Knüller Emote ist, aber ich finde den mega witzig, deswegen kriegt er von mir 8 von 10. So, dann gucken wir mal, wie sieht's denn aus bei dem Praise Tomato. Okay, cool. Also 4,93 von 5 bei 14 Votes am 24. August 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem dreimal. Das Ding ist echt cool. Das ist witzig. So, und dann haben wir wieder diesen. Ich ahne schon wieder, was da kommt. Da kommen wieder super geile Noten. Tower Recon Specialist, für mich Map. 0 von 10, ich finde den gräuselig. Sorry, ja. Und jetzt kommt's wieder. Nein, diesmal ist er nicht ganz so. 3,42 von 5 bei 19 Votes. Am 23. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 8 Mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.